Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Dishornored. Und ja, wir sammeln mal das Essen hier auf. Darunter ist eine Nachricht. Porvo, wer wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück, wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Alles klar. Gut. Schreibt man, wie gesagt. Rattenrudeln gesehen? Na, jemand anderer. Also schreibt man, wie gesagt, in die Kommentare, was das Spiel ihr noch sehen wollt. Und teilt auch das Video mit euren Freunden. Und ich würde mich über ein Like freuen. Und abonniert mich doch kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Nicht frei! Viel Glück in dieses Loch, Niederlande! Sie haben getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die... Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst oder du schleißt dich von hinten an und hältst Steuerung links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Okay. Schön, seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenraum nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Na gut, was ist eigentlich nicht geplant? Dunkler Spiel. Ratte. Essen. Ich hoffe, man gehört die Nebengeräusche nicht, weil über mir wird eine Wohnung kernsaniert. Und das ist ziemlich laut. Ich hoffe, das stört nicht. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich werde dich finden, du Heck. Was zum Himmel? Ups. Natürlich. Es ist wirklich sehr dunkel. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Süßen Ratten. Nein. Da überall Geld rumliegt, also die müssen Geld haben. Okay.
nachgucken. Anweisung des wachhabenden Offiziers zu Corvas Verhör. Corvo Atano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lord Regent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lord Regent wünscht, ist Ihr Kopf der Nächste, der rollt. Alles klar. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Tja, ich war's nur nicht. Ne? Okay. Wird bestimmt gleich noch wichtig werden. Zeitbombe. So. Jetzt. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Okay. Hä? Oh, Scheiße. Sorry, das sollte nicht so laufen. Es tut mir wirklich leid. Corvus hinten. Die baldige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Es tut mir leid. Es glaubt oder nicht, es tut mir wirklich leid. Das ist eigentlich friedlich lösen, aber wenn ihr mich entdeckt, dann ist das natürlich doof, ne?
gehen wir mal in die Kanalisation, ne, wie es im Brief beschrieben war. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist gut in dem Spiel. Die ist wirklich gut. Auch wenn das Spiel schon relativ alt ist. Ne, also der Teil. Und die Grafik, aber es ist gut. Verdammt gut. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir oh Gott, das viele Ratten. Corvo, wenn sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und sie aus Coldwitch ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für sie versteckt. Holen sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den sie bald treffen werden. Alles klar. Hier unten war cool. Jemand. Ja, tolle Freunde. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Sprengfallen? Nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich Sprengfallen? Ich gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass... Wie komme ich denn da durch? Ah, warte mal. Hoffe ich auch. Okay. Alles klar. Ja, die gönnen sich richtig, die Ratten. Ich hab mir übelst Hunger. Lol, einfach nichts mehr da. Ja, die sind genau hinter mir her. Die wollen mich, Alter, die wollen mich, die Ratten. Bei mich. Mistviecher. Oh nein. Nein. Oh nein. Ratten, ey. Vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Leiche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Wollen die Ratten das machen? Schon Rattis. Oh fuck. Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Immer diese Lügner. Ah, okay.
Oh, das war so eine Falle, ne? Scheiße. Okay, gut zu wissen. Diese Sprengfallen, aber da suche ich die Kiste, eine Truhe. Wollt da ran? Ja. Ja. Wandbolzen. Bringen wir das jetzt? Oh, 20 Münzen. Danke, werter Herr. Irgendwo eine Flasche? Ja, da drüben. Schon makaber. So. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Wrenhaven führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Ich bin mal gespannt. Okay. Geile Sachen. Eine Armbrust oder was? Ja. Chillig. Geiles Schwert. Na, chillig, Alter. Noch chillig. Das ist hier das Brandbolzen, oder was? Geil. Giftbolzen? Normale Bolzen, ja, chillig. Hemlock Extension. Okay. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Alles klar. Hier. Wandbolzen. Ach, das ist das Ding, was damit verbunden ist. Ah, alles klar, natürlich. Der. Ja, ich komme jetzt zum Schicken, leider nicht jetzt. Okay, warte mal, gucken, wie ich da hochkomme. Ah, hier. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Bot. Zum Henker war das.
Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Richtig. Ich werde dich finden. Er muss hier irgendwo sein. Keine Sorge, ich finde dich schon. Jemand ist verletzt. Ich weiß, dass du hier bist. Digga, willst du dich verarschen? Verdammt! Wir wissen, dass du hier bist. Brennt ihn nieder! Für die Wache! Nicht mit mir, mein Lieber. War nur, dass ich jetzt ziemlich viel Dinger verbraucht habe. Wie heißt das? Pfeile. Weil ich zu doof war. Was denn das Wort ist, die einfach zu behalten? Ah, hier sind ein paar. Noch mal Pfeile? Das ist nichts mehr, ne? Scheiß Ratte. Ich muss jetzt hin, ich muss darüber. Scheiß Ratten. Ausschalten? Nee. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere. Hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Sehen Sie sich ruhig um. Ich warte hier. Aber beeilen Sie sich. Okay. Alles klar, Leute. Ich würde dann sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao.